Hello. Da sind wir. Schon wieder. So, jetzt sind wir wirklich da. Jetzt sind wir hier auf. Jetzt sind wir wirklich da. Ja, ich habe immer noch diesen kleinen Bug bei mir drin, dass irgendwie das Mikrofon am Anfang nicht freischaltet. Was willst du mit Käfern? Lukas Lorf. Hallo und herzlich willkommen. Alles klar? So. Grüß dich, Lukas. Und, ja, Vince, du bist auch dabei? Ja, so spontan. Spontan mal kurz dabei. Ja, dann turnst einfach dazu und dann geht's ab. So. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Haben mich entschieden. Oder? Ja. Was machen wir heute? Wir machen heute erstmal ein bisschen an unserer Base weiter. Wir haben schon ein wenig vorausgeackert, und zwar haben wir jetzt unseren richtig coolen Fahrstuhl hier gebaut. Ne, wir fahren mal ein Stück runter. Ich spring mal mit dazu. Uns geht's gut, vielen, vielen Dank. Uns geht's, ja, eigentlich richtig gut. So, wir sind jetzt vierten Tag in Folge am Stream und ja, mit euch zusammen kann es einem natürlich nicht besser gehen. Ist richtig, richtig cool, vielen, vielen Dank. So, und hier seht ihr jetzt... Je mehr wir streamen, umso mehr Spaß macht's. Genau, genau, richtig. Definitiv. Außerdem würden wir normalerweise eh spielen, also von daher... Eben, und warum sollen wir dann nie auf Stream gehen, wenn wir halt eben so oder so am Zocken sind? Dann machen wir das mit euch zusammen. So. Genau. Hier haben wir jetzt unseren Elevator gebaut. Da sind wir im letzten Stream gestern, haben wir da aufgehört, und das war noch nicht so richtig hundertprozentig vernünftig, und dann hatten wir aber so ein bisschen über Tag, hatten wir dann gedacht, so ein bisschen basteln wir da jetzt doch dran rum, und so mittlerweile nimmt der Formen an. So, dass wir halt eben oben zum Haupthaus kommen, von hier unten. Was natürlich richtig genial geworden ist, finde ich. Wir müssen jetzt so ein bisschen mit Metall zusammenarbeiten. Ja, vielen Dank für deinen Follow, Lukas Lorf. Vielen, vielen Dank. Willkommen im Team und hab Spaß im Stream. Was noch fehlt, ist eine Fahrstuhlmusik. Fahrstuhlmusik, ja, das wäre geil. Die müssen wir irgendwie nochmal aufbauen. So, ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal die restlichen Metallwände machen, weil wir hatten Metall gefarmt ohne Ende, aber wir haben Zement, die Paste fehlt, aber das wird hier gerade hergestellt, ne? Ja, ja, du fragst mich Sachen. Das letzte, was ich hergestellt habe, waren Narkotics. Okay, das war's jetzt, aber wir haben hier Keratin und Chitin ist alles auf. Also viel mehr ist jetzt nicht machbar. Brauchen wir Nachschub auf Deutsch. Ja, Keratin und Chitin könnten wir ein bisschen Nachschub gebrauchen, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich werde jetzt aber auf jeden Fall erstmal hier ein paar Metallwände bauen, die wir dann weiter verbauen werden. Ja, vielen Dank. Freut mich, dass du den Eindruck hast. Das finde ich stark. So wird unsere Community größer und größer und wir haben alle zusammen sehr, sehr viel Spaß. Also die letzten Streams waren definitiv richtig, richtig cool. Also das macht definitiv Spaß. Ne, mit euch zusammen. Vor allen Dingen, das geht auch nur mit einer geilen Community dahinter, sonst geht das nicht. So, jetzt kommen noch ein paar und dann können wir mal den Fahrstuhlschacht zu Ende bauen. Ich finde das ja total genial, wenn du die Dinger so mit Metall bastelst, ne? Ja. So ein Fahrstuhlschacht ist meines Erachtens auch nur geil aus Metall gebaut. Das ist, da passt kein Stein oder sonst was, das muss in Metall sein. Das ist irgendwie unrealistisch, ja. Ja? So, und dann halt eben... Halt, bleib mal stehen. So. Und wenn wir das dann so sehen, hier das Greenhouse-Zeug ist natürlich auch genial dazu. Das ist, also ich finde, das passt. Das passt einfach. So. Mach mich mal auf die Suche nach noch ein bisschen Keratin, Chitin. Ja, Keratin brauchen wir definitiv noch ein bisschen. Das ist noch Mangelware. Immer schlachten gehen hier. Keratin und Chitin ist Fakt. Das bei uns das Bond nicht mehr so viel. Nee, bei uns auf der Insel ist es mittlerweile Feierabend. Definitiv. Also wir haben jetzt derzeit, mit dir sind es dann wahrscheinlich jetzt 29 Follower. Wir sind aber auch erst seit kurzem dabei. Wir sind ganz, ganz frisch eingestiegen bei Twitch. Und freuen uns natürlich über jeden Follower, den wir kriegen. Und wie gesagt, es geht jetzt, glaube ich, in die zweite Woche sind wir jetzt, glaube ich, dabei. Oder geht es in die dritte Woche? Bitte. Auf jeden Fall, anfangs waren wir ein bisschen weniger online. Und jetzt haben wir halt eben Blut geleckt. Es macht richtig Spaß mit euch.
Und wir sind jetzt, wie gesagt, den vierten Tag in Folge am Stream und hoffen, dass die Community sich so immer vergrößert. Ende der Woche werden wir wahrscheinlich unseren eigenen Community-Server, also den Public-Server an Bord bringen. Hallo Waldfee, herzlich willkommen, welcome back. Wieder dabei. Wieder dabei, unsere Waldfee, sehr schön. So, ja, du hast das gestern wahrscheinlich auch noch mitgekriegt mit unserem Elevator. Da sind wir mittlerweile weitergekommen. Er sieht jetzt schon mal richtig knackig aus, finde ich. Ist ein richtig cooles Teil geworden. Ich zeige dir den gleich mal. Der ist, ja, ist schon cremig, finde ich, ne? So. Ja. Muss nur noch ein bisschen zu Ende gebaut werden. Aber pass auf. Hat was von dem richtigen Fahrstuhl. Nee, es ist wirklich nicht leicht, bekannt zu werden. Das stimmt. Da gebe ich dir recht, Lukas Lorf. Aber wie gesagt, ich sag mal einfach Lukas, ja? Da gebe ich dir definitiv recht, aber wir versuchen es und sind auf einem guten Wege, denke ich. Ich denke schon, dass wir das wohl packen können mit euch zusammen. Wir arbeiten daran. Wir arbeiten dran. So. Solange wir Spaß haben. Das hier ist jetzt unser Elevator-Schacht, Waldfee. Den haben wir jetzt so ein bisschen zurechtgemacht mit einem schönen Tor davor. Ist doch ein geiler Eingang, oder? Schlappi, wunderschönen guten Abend. Unsere Moderatorin ist auch da. Dann kann nichts mehr schief gehen. Alles in Ordnung. Also sieht doch geil aus, oder? Wie findet ihr den Schacht? Jetzt mal ganz ehrlich, so ein bisschen Feedback würde uns freuen. Schickst du mir mal den Fahrstuhl runter? Warte, ich hol den. Ist cool geworden oder nicht? Also ich denke schon. Ich finde den richtig geil. Der ist sehr geil geworden. Ja, ich mag Der beste auch, Fahrstuhl, den wir je gemacht haben bislang. Ja. Aber naja, wir hoffen ja auch mal, dass das wird auch wahrscheinlich nicht der letzte Fahrstuhl gewesen sein, den wir gebaut haben. Ich denke mal, dass da noch ein paar kommen. Wie viel Metall brauche ich denn jetzt noch? Ich muss eigentlich die Ecke da vorne auch noch ausbauen, ja. Wo das Holz ist, das muss mal ausgetauscht werden. Nee, dieses Spiel gibt es nicht nur für PC, es ist mittlerweile jetzt auch auf Xbox draußen. Also, wie gesagt, auf der Xbox kannst du auch Ark Survival Evolved schon spielen. Ist für PC-Spieler natürlich gewöhnungsbedürftig. Ich könnte es mir nicht vorstellen, das mit einem Pad zu spielen. Ich weiß nicht. Es ist aber jedem seine Sache. Also ich finde es auf dem... Gewöhnungssache. Genau, auf dem PC finde ich es richtig cool. Und ich kann es auch nur jedem wärmstens empfehlen. Auch wenn es jetzt noch in der Early Access Phase ist. Aber es ist, ist richtig cool. Also das Spiel ist richtig geil. Ja, das ist auch cool geworden, dass halt eben die Plattform im Boden versinkt. Das heißt, du kannst richtig schön gerade auf unseren Elevator steigen. Total genial geworden. Ich find das einfach gut. Das ist, hat Spaß gemacht, das Ding zu bauen. Und vor allen Dingen das Teil jetzt auch auszubauen. Das ist cremig. Richtig cremig.